Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Heidi, und ich möchte heute mit euch eine Karte basteln, und zwar eine Anzugskarte. Mich dazu inspiriert hat Stempelbunt, und die musste ich einfach gleich ausprobieren. Ich habe die leicht abverändert, wie sie das gemacht hat, aber wenn es euch interessiert, könnt ihr ja auch mal auf ihren Kanal gehen und schauen, weil sie erklärt das wirklich super toll. Ich werde diese Karte jetzt auch wieder ein bisschen abändern, weil nicht jeder diese Stanze hier hat, diese Westenstanze. Ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal an und ich zeige euch, was ihr dazu braucht. Als erstes braucht ihr Papier in Schwarz und zwar mit den Maßen 21 mal 14,85. Das Ganze wird gefalzt einmal bei 10 cm und bei 20 cm. Dann nehmt ihr diese Seite hier, legt das Ganze an bei 5 cm, legt es euch in euer Schneidebrett und schneidet runter bis 8,5 cm. Seht ihr das? Hier. Ihr könnt natürlich auch mit der Schere runterschneiden, wenn ihr jetzt kein Falz- und Schneidebrett habt. Als nächstes braucht ihr weißes Papier und zwar mit den Maßen 19 x 14 cm. Und das Ganze ist gefalzt bei 9,5 cm. Auf dieser Seite legt ihr wieder an bei 4,7 cm. Und schneidet runter bis 2 cm. So, dann braucht ihr noch ein Stück Weiß. Und zwar mit den Maßen 11,8 mal 2 cm. Dann braucht ihr einen Kreis. Der hat den Durchmesser bei mir von 5 cm. Des Weiteren brauchen wir eine Stanze. Die habe ich hier und zwar habe ich mir aus dieser Stanze dieses Designerpapier hier ausgesucht und ausgestanzt für meine Fliege. Das sieht so aus. So, dann braucht ihr ein Lineal, dann noch ein Maßband oder wie gesagt das Lineal. Doppelseitiges Klebeband oder ihr könnt auch ganz normalen Kleber nehmen und Falzbein. Dann habe ich noch dazu genommen diese Klebepunkte. Die zeige ich euch gleich, für was ich die verwende. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. So, wenn ihr das alles gefalzt habt, ich mache das mal kurz ab, mache das mal durch. Ich falze das Ganze hier nochmal in mein Falzbein. Dann falze ich hier das auch nochmal um. So. Das haben wir jetzt auf. Dann nehmt ihr euch, ich kann auch das Geodreieck nehmen, ist vielleicht einfacher. Nö, ich nehme das, da sehe ich besser. Von dieser Ecke aus 1,5 cm, dann habe ich noch einen Bleistift und mache mir bei 1,5 cm einen Punkt hin. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite, lege wieder an bei 1,5 cm und mache mir dort auch einen Punkt hin oder einen Strich. So. Dann brauchen wir unseren Falzstift. So einen habe ich, aber mit einer dickeren Seite und einer dünneren Seite. Jetzt nehme ich die dünne Seite. Leg es unten an die Schnittstelle an, bis oben zu diesem Punkt, den ich markiert habe. So, jetzt gehen wir mal da drauf. Und dann falze ich einmal da lang. Das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite. Lege wieder unten an, bis oben zu meinem Punkt.
und falze wieder runter. So. Dann habe ich, ich weiß nicht, bei Schwarz, das sieht man jetzt, wenn ich so halte, vielleicht seht ihr, dass ich wie so ein Dreieck hier drauf habe. Dann machen wir es uns ganz einfach. Nehmen die Ecken. Seht ihr das? Ich habe ein Pflaster. Es gibt ja Leute, die schneiden sich am Falz- und Schneidebrett. Ich gehöre dazu. So, jetzt machen wir das hier runter. Knicken das um, nehme wieder mein Falzbein und falze das wieder runter. So, das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite. Knicke das wieder um und falze das wieder. So. Dann könnt ihr entweder jetzt das doppelseitige Klebeband nehmen. Es gibt noch dünneres, ich habe aber im Moment nur noch diese Breite. Oder ihr nehmt Kleber. Klebt das Ganze dann hier drauf. So. Zieht das dann ab. Dann haben wir das einmal so. Klicke das nochmal hier so um. Jetzt nehme ich auch mal Kleber, wer jetzt sowas nicht hat. Klebe dann hier unten diese Ecke oder diese Kante. So. Nehme dann hier meinen Pixer. So, löse das und dann klebe ich das Ganze zusammen. So, unten gehe ich nochmal drüber mit meinem Falzbein, weil da habe ich ja mit dem Kleber gearbeitet. Und nicht mit dem doppelseitigen Klebeband. Wollte euch nur zeigen, dass das auch mit normalen Kleber geht. Da muss natürlich ein bisschen anziehen. Trotzdem gehe ich hier auch nochmal drüber. So. Damit wäre das oder der erste Teil unseres Anzugs schon mal fertig. Dann nehmen wir unser weißes Papier. Falzen das auch in der Mitte. Das ist noch ein kleiner, das sieht man nicht, muss ich euch zeigen. Sieht man ein kleiner Blutstropfen, geschnitten. So, dann nehmt ihr wieder diese kleinen Ecken, knickt die vorsichtig um, so wie ein Dreieck. So, das macht ihr auf der anderen Seite auch. Knicken wir dann auch wieder um. So, das ist dann unser Hemd. Dann haben wir ja diesen Kreis. Den klebe ich jetzt hier hinten drauf. Ich zeige euch gleich, wie weit das geht. Erstmal mache ich das hier so ein bisschen drauf. Ich nehme flüssigen Kleber aus dem Grund, weil dann kann ich den Kreis noch verschieben. Also ich lege den erstmal an und dann schiebe ich den so weit runter. Seht ihr das? Genau. So weit runter, dass das so eine Linie gibt. Drücke ich das Ganze auch noch an. Und dann kann schon das Ganze verklebt werden. So. Dann mache ich das zu. Drücke das ein bisschen an. Nehme wieder mein Falzbein. Gehe nochmal schön darunter. So. Dann haben wir das so. Dann haben wir ja noch unser Stück Weißes
mit 11,8 mal 2 cm. Darauf machen wir jetzt auch Kleber. So. Und kleben das hier so ungefähr mittig, hier an der Spitze so mittig anlegen. Einmal Gramm runter. So. Damit hätten wir unser Hemd fast fertig. Jetzt nehme ich meine Fliege. Jetzt kommt mit dem Pflaster natürlich eine Fusselarbeit. Ich nehme erst dieses Teil. Ihr könnt natürlich auch, müsst ja keine Fliege nehmen. Es ist ja euch wieder überlassen, ob ihr da vielleicht eine Krawatte ausschneidet oder euch, wenn ihr keine Stanze habt, sowas selber von Hand ausschneiden könnt. Also ich biege das jetzt alles mal so ein bisschen. Dann knicke ich diese Seite hier auch um. Dieses auch. Nehme dann meinen Kleber. Mache auf den Ecken was drauf. Und hier erstmal in der Mitte. Dann setze ich hier das an. So. Dann hier unten noch. Ja, Kleber muss immer ein bisschen anziehen. Jetzt ist doof, dass dieses Fingerchen. Oh, seht ihr das? Uiuiui. Ich meine, das Pflaster ist drauf, da kommt jetzt Gott sei Dank kein Blut raus. Ja, sauber geschnitten. So, dann knicke ich das Ganze hier noch um. Hier drüber. Hier drüber. So, mach mir an dieser. Ich sage ja, das ist jetzt wirklich Fusselarbeit. Fusselarbeit oder wie auch immer. So, das mache ich dann hier dran. Jetzt habe ich natürlich zu viel Kleber. Vielleicht ist der Kleber auch gut, um jetzt Wunden zu kleben. So, jetzt klebe ich nochmal hier drum. Jetzt mache ich hier nochmal, damit das ein bisschen höher ist. Ja, so geht es eigentlich. So, dann setze ich den Kleber hier an. Auch wieder so mittig, ist ja klar. Fliegen wird ja dahin. Klebe das hier schön drauf und lasse das Ganze ein wenig antrocknen. Schick, oder? So. So, dann nehmen wir unser Hemd, stecken das Ganze in die Anzugkarte. Dann sieht das so aus. Und dann habe ich mir überlegt, statt dieser Weste, ihr könntet jetzt, das zeigt Stempelbund auch in ihrem Video, die hat da Knöpfe drauf gesetzt. Die hat die aus Papier ausgestanzt. Sie sagt aber, wenn man selber jetzt Knöpfe hat, kann man die hier drauf machen. Hätte ich auch, aber ich hätte nur welche mit Blümchen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so edel aussehen würde. Also ich habe mir überlegt, ich nehme einfach hier jetzt so die Steinchen, setze die hier drauf, so ein bisschen, ne? So, statt jetzt Knöpfe, also wer Knöpfe hat, der kann ja auch Knöpfe nehmen, ich finde, aber das ist jetzt auch nicht so schlecht. Und schon wäre die Anzugskarte fertig. Man könnte jetzt hier einen Geburtstagsspruch drauf machen, von Hand was draufschauen oder umdrehen. Dann könnte man gleichzeitig hier in die Karte hinten noch vielleicht einen Gutschein mit reinmachen. Also ich finde das eine ganz, ganz tolle Idee und mir gefällt das sehr gut. Euch vielleicht ja auch. Und
Bis bald, eure Heidi.